Guten Tag, mein Name ist Ralf Vogel, Nachtschichtpfarrer in Stuttgart. Am Anfang der Schöpfung war die Erde wüst und leer. Da war nichts. Aber so konnte es nicht bleiben. Gott hatte Sehnsucht nach einem menschlichen Gegenüber. Und heute haben wir manchmal Sehnsucht nach Gott und die Erde scheint uns wüst und leer. Doch wenn wir uns dann auf den Weg machen, ist manchmal auch da nichts. Nicht das Gefühl von Resonanz mit etwas Göttlichem. Wie kann man damit umgehen? Wie können wir trotzdem weiter Spiritualität pflegen und plötzlich vielleicht ganz wunderbare Entdeckungen machen? Lassen Sie sich einladen, mit Peter Wild, dem Meditationstrainer aus der Schweiz, zu hören und zu erleben, wie wir bei nichts plötzlich Gott finden können. Feiern Sie mit uns Nachtschicht in der Andreaskirche Obertürkheim. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Herzlich willkommen. Wir haben im Vorfeld des Gottesdienstes eine Umfrage gemacht, wie es den Menschen mit ihrer Spiritualität geht. Und eine Antwort hat schön verdeutlicht, warum man sich nach Spiritualität wirklich sehnlichst sehnen kann. Und selbst dann, wenn man manchmal gar nichts fühlt. Ich habe vor einiger Zeit von der Schriftstellerin Judith Herrmann den Satz gehört: Ich möchte mir keine unverankerte Welt vorstellen. Dieses Zitat trifft genau meine Vorstellung. Durch den Glauben an Gott fühle ich mich und die Welt verankert, gehalten. Unser Leben, das Weltgeschehen stehen damit für mich in einem größeren Zusammenhang, von dem ich hoffen kann, dass er sinnvoll ist, auch wenn für mich vieles unbegreiflich und ungerecht ist. Das macht mir Hoffnung und tröstet mich. Ich möchte mir keine unverankerte Welt vorstellen. Ich glaube, kürzer und klarer kann man die Sehnsucht nicht beschreiben, die auch viele Menschen kennen, die vielleicht nicht so intensiv Spiritualität pflegen. Wie schön, dass wir heute mit einem über Spiritualität sprechen, der sie selbst durchaus intensiv pflegt, sich aber auch wunderbar in Menschen reinversetzen kann, die Spiritualität vielleicht nur so am Rande wahrnehmen. Freuen Sie sich auf einen Meditationstrainer, Autoren, Theologen, Germanisten, Religionswissenschaftler, ehemaligen Benediktinermönch, wunderbaren Ehemann und Schwiegersohn, wie ich ihn wirklich sagen kann, und auf einen Menschen, der in wunderbarer Weise ausstrahlt, wie man in der Welt und darüber hinaus verankert sein kann. Freuen Sie sich auf Peter Wild. Schön, dass du da bist. Guter Gott, lass das Gespräch mit meiner Seele zu einem guten Ziel kommen. Lass hervorbrechen, was verschüttet ist. Stille den Durst, stille den Hunger,
Schenke mir eine Antwort auf die Fragen meines Herzens. Ich bleibe bei dir in der Stille. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Amen. Auf dem Kirchentag in Hamburg hielt der Soziologe Hartmut Rosa einen Vortrag zum Thema »Was brauchen Menschen?« Darin vertrat er die These, dass die Religion auch in der Moderne nicht ausstirbt, weil sie ein großes Resonanzversprechen gibt. Das Versprechen, dass Gott uns hört, dass wir ihm nicht gleichgültig sind. Doch dieses Versprechen ist keines, das auf Knopfdruck abgerufen und eingelöst werden könnte. Das erleben sogar die größten Zeuginnen und Zeugen des Glaubens. Auch der Prophet Elia kommt in Resonanz mit dieser Macht und muss dabei feststellen, dass diese Begegnung sehr dynamisch und unverfügbar ist. Als er zum Gottesberg kommt, spricht eine Stimme zu ihm. Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Gott aber war nicht im Winde. Starker Wind, umwerfende Kräfte, entfesselte Bewegungen. Wir suchen nach großartigen Beweisen von Gottes Herrlichkeit. Aber Gott war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben. Aber Gott war nicht im Erdbeben. Erdbeben, Zerfall von alten Strukturen, göttliches Machtwort. Wir sehnen uns nach dem klar erkennbaren Eingreifen Gottes. Aber Gott war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Feuer, glühende Begeisterung, feuriges Zusammenspiel. So wünschen wir uns brennende Eindrücke. Aber Gott war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als Elia dieses Sausen hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sagte, was hast du hier zu tun, Elia? Stilles, sanftes Sausen, fast nichts, unverfügbare Lebendigkeit. Doch genau darin sind wir angerührt und angesprochen. Vergängliche Ahnungen von göttlicher Nähe, das ist es, was unsere Sehnsucht nach Spiritualität immer neue Nahrung gibt, sie aber eben nie ganz stillen kann. Wir haben bei den Leserinnen unseres Newsletters nachgefragt, was ihre liebste Gotteserfahrung oder Gottesbild ist. Hören wir eine kleine Auswahl der vielen interessanten Dinge. Ich kann immer zu Gott, dem Vater, durch Jesus Christus kommen, flüchten und beten, oft auch ohne konkrete Aussage. Er ist eine immerwährende Quelle, die sich mir erweist, antwortet und mich in Liebe hüllt. Manchmal empfinde ich es nicht, dann habe ich Sehnsucht. Dann weiß ich, auch jetzt hat er mich nicht losgelassen, sonst würde ich diese Sehnsucht nicht empfinden. In der Not, meinen Zug zu bekommen, nahm mich jemand im Kleinwalsertal völlig unerwartet mit. Er hatte eine Ikone im Auto hängen, ein orthodoxes Heiligenbild. Da hatte ich ein ganz besonderes Gefühl der Nähe zu Gott. Für mich zeigte sich dabei, dass wir sehr sensible Antennen brauchen, um Gott zu erfahren. Und dann haben wir in der Umfrage nach den Veränderungen in der Gotteserfahrung befragt und wie es Ihnen mit dieser Veränderung gegangen ist. Als ich erkannte, wie ungerecht Krankheit und Leid sind, dachte ich, ich müsse das Bild von der Gerechtigkeit Gottes aufgeben. Aber es kam wieder. Als ich erkannte, dass Gott auch noch heute ins Gericht geht mit seinen Menschen, dachte ich, ich müsse das Bild der Liebe, die Gott ist, aufgeben. Aber es kam wieder. Gott zeigt sich als lebendiger Gott
in Wandlungsbildern, die wir erkennen und deuten müssen. Es ist natürlich kein Zufall, dass wir zu dieser Nachtschicht zwei so wunderbare Schlagzeuger eingeladen haben. Peter Wild empfiehlt in einem seiner Bücher ein Rhythm Out, um die Wahrnehmung für die wirklich wichtigen Dinge des Lebens zu schulen, sich selber aus dem Rhythmus zu bringen. Das habt ihr gemacht mit euren Rhythmen, uns ein bisschen aus dem Alltagstrott in ganz neue Rhythmen reingeführt. Ich bin mir aber sicher, dass es auch Peter Wild schaffen wird, uns mit seinem unvergleichlichen Schweizer Rhythmus aus dem Rhythmus zu bringen und zu öffnen für die wirklich wichtigen Dinge des Lebens. Schön, dass wir jetzt auch mit ihm sprechen können. Peter Wild. Ja, wir haben gehört, dass sogar Männergruppen zu dir kommen, um mit dir zu atmen, zu meditieren. Was sind das für Sehnsüchte, die die Menschen dazu bringen, bei Peter Wild sich anzumelden für ein ganzes Wochenende oder noch sogar viel länger manchmal? Das ist eine Männergruppe, die einmal im Monat zusammenkommt, um etwa 3 Stunden, manchmal 4 Stunden miteinander zu meditieren. Einmal im Jahr machen wir ein gemeinsames Wochenende. Was bringt die dazu, das zu tun? Warum um alles in der Welt fahren die nicht Auto oder gehen zum VfB oder irgendwas Vernünftiges? Diejenigen unter Ihnen, die Männergruppen kennen, wissen, es geht vor allem um Kommunikation. Speziell an dieser Männergruppe ist es, dass sie den Eindruck haben, Kommunikation geschieht auch im Schweigen, in der Stille, im gemeinsamen Atmen, im Aushalten dessen, was man nicht miteinander besprechen kann. Und was sind noch für Motivationen, zu dir zu kommen, sich auf eine spirituelle Reise mit dir zu begeben? Wenn ich jetzt von diesen Männern ausgehe oder an andere Gruppen denke, die meisten Menschen kommen in die Meditation oder suchen eine spirituelle Praxis, weil sie in ihrem Alltag zu erschöpft sind. Viele suchen zuerst einmal Erholung oder sie merken, dass ihre gewohnten Möglichkeiten, sich zu entspannen, zu erholen, aufzutanken, nicht mehr reichen. Und sie suchen dann wie etwas anderes. Und dieses andere begegnet ihnen natürlich in den Medien oder sie hören davon im Freundeskreis und beginnen dann. Jetzt stelle ich mir vor, ich möchte mich auf den Weg machen und ich will meditieren. Und ich setze mich dann dahin, in der Natur, auf ein Höckerchen, was es auch immer für Methoden gibt. Und dann passiert aber nichts.
Ich sitze da und merke, dass der Hintern irgendwann wehtut und dass mein Atem halt fließt, aber irgendwie stellt sich so nichts ein bei mir. Da gibt es ja Menschen, die kommen dann in Panik, weil sie denken, dann gibt es ja auch nichts, wenn ich da nichts spüre. Wie könnte man da helfen, wenn man als Wegbegleiter mit so Menschen unterwegs ist, wenn einfach nichts passiert? Wenn ich jetzt als Verantwortlicher mit solchen Menschen zu tun habe, dann muss ich herausfinden, passiert nichts, weil die Person nichts zulässt. Oder passiert vielleicht im Herzen, im Bewusstsein ganz viel, aber die Person hat wie noch nicht das Bewusstsein dafür, was jetzt eigentlich abgeht. Und dann kann ich sie wie zu einer neuen Wahrnehmung führen. Ich persönlich bin überzeugt, dass auch ein Nichts ganz, ganz viel ist, wenn wir es richtig anschauen. Was ich die größere Gefahr finde, als wenn nichts kommt, ist, wenn wir uns in der Stille zu unterhalten beginnen. Ich denke, das kennen Sie alle. Wenn es irgendwo mal langweilig ist, dann können wir innerlich ganze Filme, Programme, den größten Blödsinn ablaufen lassen. Und viele, die meditieren, unterhalten sich während der Meditation. Also sie könnten auch gleich nicht meditieren. Und ich denke, das ist dann wichtig, aus diesen Unterhaltungsprogrammen auszusteigen. Denn die Unterhaltungsprogramme sind normalerweise nur Wiederholungen von Lieblingsvorstellungen. Und die, ähnlich wie wir es vorhin in Anspielung auf die biblischen Texte gehört haben, solche Lieblingsmodelle sollten wir loslassen. Und dann in diesem Nix kann dann Gott beginnen. Was hat sich denn in deiner Spiritualität geändert? Natürlich nicht in allen Details, dafür haben wir keine Zeit. Aber kannst du so ein, zwei Linien uns sagen, wie sich bei jemandem, der so bewusst mit dieser Macht über, hinter und unter uns in Kontakt ist, wie sich das ändert im Laufe eines Lebens? Ich war, als ich selber im Gymnasium, im Internat war, in einer Klosterschule. Und ich habe auch dann die Meditationspraxis durch einen Mönch, der als Eremit lebte, mitbekommen. Sag bitte kurz, was ein Eremit ist. Was ein Eremit ist. Ein Mönch, der ganz allein lebt. Also nicht in einer Gemeinschaft, sondern für sich. Und ich denke, diese Anfänge haben bei mir dann dazu geführt, dass Spiritualität ganz stark klösterlich geprägt war. Und das war ja dann auch mit ein Grund, weshalb ich selber den Weg ins Kloster gegangen bin. Der Ärger über den damaligen Papst hat dann dazu geführt, dass ich mich auch vom Klösterlichen lösen konnte. Heute würde ich sagen, was ich von der damaligen klösterlichen Formen von Spiritualität mitbekommen habe, ist nach wie vor die Intensität da. Aber es ist nicht mehr klösterlich geprägt. Aber dass die Suche nach Spiritualität, nach diesen Erfahrungen ganz im Vordergrund steht, das ist immer noch so. Ich denke, verändert hat sich auch, wenn ich zurückschaue, früher hatte meine Spiritualität auch eine stark Leistungscharakter. Ich wollte mir und Gott etwas vorführen. Das ist auch vorbei. Also ich muss weder mir noch Gott irgendetwas vorführen. Ich denke, das kennen viele von Ihnen, die älter sind, dass sie plötzlich merken, etwas, mit dem man, dem wir uns zeigen wollten, das fällt weg.
es braucht es plötzlich nicht mehr. Und viele können das dann nicht loslassen, kämpfen weiter, obwohl es gar keinen Kampf mehr braucht. Und da gehört es auch zur Spiritualität, dass wir diese Änderung mitmachen. Ich danke dir, lieber Peter, dass du unsere Antennen geschärft hast für das Nichts, für das Zulassen des Nichts und darin alles zu finden, was uns ausmacht, dass Gott uns anschaut. Ich danke dir, Peter Wild. Behüte dich, Gott. Vielen Dank. Lasst uns beten. Guter Gott, wir danken dir für deine Güte. Wir danken dir für den Platz in deiner Nähe. Wir danken dir für deine schützende Hand, die du über uns hältst. Wir bitten dich für alle Menschen, die suchtkrank sind, für alle, deren Sehnsucht sie unsichtbar war, selbstzerstörerisch Verlangen führte. Für die Angehörigen von Menschen, die an Sucht leiden, für die Ohnmacht, die in ihrem Leben herrscht. Wenn deine Güte ihn zu, wir rufen zu dir. Komm, Heiliger Geist, regne aus Gott, mach unsere Erde neu. Dich für die Sehnsucht nach Bewahrung der Schöpfung, für alle, die für die Klimarettung arbeiten und demonstrieren. Für alle, die eine Spaltung der Gesellschaft verhindern wollen, rufe deinen Namen vor ihnen aus und schenke ihnen frohen Mut und langen Atem. Wir rufen zu dir. Krieg leben, für die, die in halbzerstörten Städten und Häusern sind, für die, die auf der Flucht und getrennt von ihren Familien sind, für die, die um Gerechtigkeit kämpfen und für die, die Verantwortung für andere tragen. Halte deine Hand über sie. Wir rufen zu dir. Sehnsucht nach dir und nach Stille, für die Menschen, die sich nach Zuversicht sehen, für die, die neue Wege gehen wollen, für die Trauernden und für die Kranken, für die Kirchen, die offene Räume des Gebetes anbieten. Lass dein Angesicht leuchten über uns. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht mit dem Segen Gottes in diese Nacht und die Woche, die da kommt. Gott, der Herr, segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden.